Die Diskussion um die gesetzliche Rentenversicherung läuft in Deutschland schon seit Jahren. Das Rentenniveau sinkt. Durch die demografische Entwicklung müssen immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner versorgen. Die im Jahr 2000 im Rahmen der Rentenreform eingeführten privaten Vorsorgeformen sind durch die Entwicklung am Kapitalmarkt erfolglos geblieben. Mit seiner aktuellen Kampagne will der DGB dieser Entwicklung entgegenwirken. Im Zwickauer Gewerkschaftshaus gab es am Dienstag eine Diskussionsrunde unter dem Thema Rente muss für ein gutes Leben reichen. Altersarmut ist vor allem weiblich. Der DGB Südwestsachsen hatte eingeladen, um über Maßnahmen zu sprechen, mit denen die Rente so gesichert werden kann, dass auch im Alter ein würdevolles Leben möglich ist. Ein Kurswechsel wird gefordert. Die Gewerkschaften sehen eine ausreichende Rente schon lange in Gefahr, auch wenn das viele Politiker anders sehen. Fakt ist aber, dass wir momentan die Situation haben, dass das aktuelle Rentenniveau weiter sinkt und wir davon ausgehen müssen, dass diejenigen, die heute noch jung sind, später von dem, was sie an Rente bekommen, nicht mehr leben können. Nicht mehr, vor allem nicht mehr in Würde leben können. Und wir sagen, Rente muss zum Leben reichen, also da muss immer noch was über Grundsicherung übrig bleiben, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat. Und da werden viele einfach nicht mehr genug davon haben. Die Veranstaltungsreihe findet nicht ganz zufällig um den 8. März, also den Internationalen Frauentag, herum statt. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in der Verfassung festgeschrieben. In der Praxis jedoch ist es immer noch so, dass Frauen schlechter gestellt sind. Also das ist die Frage, die wir heute hier aufmachen, weil wir sagen, anlässlich des Frauentages haben wir uns die Frage gestellt, ist Altersarmut weiblich, ist Altersarmut jung? Weil es immer noch so ist, dass Frauen im Schnitt schlechter bezahlt werden. Entweder Frauen kriegen direkt weniger Geld oder auf Umwegen, indem sie zum Beispiel in Berufen arbeiten, die tendenziell deutlich schlechter bezahlt sind als klassischerweise männerdominierte Berufe. Und das hat natürlich dann Auswirkungen, wenn man wenig verdient, dass man dann halt später eine geringe Rente bekommt. Werner Schuh, der frühere DGB-Kreisvorsitzende, heute selbst Rentner, brachte es auf den Punkt, indem er sagte, meine Rente ist gut, aber wenn ich sehe, was manche verdienen, die 2030 oder später in Rente gehen, da graust es mir. Mit zahlreichen Beispielen unterlegte er die Aussage, dass trotz zusätzlicher privater Vorsorge ein stabiles Rentenniveau wichtig ist. Die Grundlagen dafür müssen heute gelegt werden, vor allem in Zeiten, in denen die Wirtschaft boomt, in denen relativ hohe Gewinne erwirtschaftet werden. Wir sehen das ganz genauso, dass Überschüsse erwirtschaftet werden. Und wir sagen halt an der Stelle, da wo diese Überschüsse da sind, da sollen sie auch gerecht verteilt werden. Und dazu gehören definitiv die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die daran zu beteiligen und das denen auch zukommen zu lassen. Und hier setzt der DGB mit seiner Kampagne an. Und es sollen nicht wieder erst große Finanzkonstrukte entwickelt werden, sondern Themen wie Ost-West-Angleichung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Ähnliches. Das Werkzeug dafür kennt Matthias Eulitz auch. Ordentliche Tarifverträge abschließen, die sichern erstens vernünftige Löhne, die sind meistens oder sind immer so angepasst, dass sie auch tragbar sind und damit sind gute Beschäftigungsbedingungen abgesichert. Das ist Tariflöhne, das sind aber auch andere Bestandteile, die darin geregelt werden, wie beispielsweise die Altersvorsorge, andere Regelungen zu Überstunden, zu Urlaub und so weiter und so fort. Deswegen sagen wir, wir brauchen gute Tarifverträge und fordern die Arbeitgeber auf, gute Tarifverträge mit uns als Gewerkschaften, als Interessenvertretung abzuschließen. Auch die Erhöhung der Rentenbeiträge ist für die Gewerkschaften kein Tabu. Denn wer heute mehr einzahlt, bekommt später mehr Rente, auch wenn die Gesellschaft im Durchschnitt immer älter wird. Denn auch das ist schließlich Realität. Die Zeit drängt also, das Ruder umzulegen.